Auf dem Traumschiff hat sie noch nicht gearbeitet, reichliche Erfahrung aber hat sie schon. Katja Riedel ist seit 15 Jahren im Gastgewerbe tätig. Ihr Wissen gibt sie gern an die Jugend weiter. Diesmal sind es 25 Schülerinnen und Schüler, die einen Einblick in die Berufswelt der Hotellerie und Gastronomie bekommen möchten. Eine ganze Branche wirbt um den Nachwuchs, denn der wird dringend gebraucht. Der Fachkräftemangel ist überall spürbar. Also die ganze Sächsische Schweiz als Erzgebirge klagt nicht, aber bemerkt, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Dass es ist schwerer, gute Lehrlinge zu finden, die einfach mit Eifer dabei sind und die 3 Jahre wirklich mit Tatkraft bestehen und mit Engagement bestehen. Bereits zum 3. Mal organisiert die DEHOGA Sächsische Schweiz und die Agentur für Arbeit die Azubi-Fahrt. In persönlichen Gesprächen, vor allem aber bei praktischer Arbeit, wird gezeigt, welche Reize ein Beruf im Gastgewerbe hat. Denn die Zeiten haben sich geändert. Zu meinen Zeiten waren Lehrlingsgehälter wesentlich anders wie heute strukturiert. Die bekommen viel mehr Unterstützung, sie bekommen Nachhilfe in Sprachen, schulische Unterstützung. Sie bekommen auch privat viel mehr geboten. Es gibt mittlerweile schon Unternehmen, die ihren Lehrlingen Autos anbieten, Fahrtgeld bezahlen, Zimmer bezahlen etc. Und es gibt sie auch hier, die ganz speziellen Arbeitsplätze. Das Hotel Helvetia in Schmilka beispielsweise ist das einzige anerkannte Bio-Hotel in Sachsen. Heiko Fritsche leitet das Haus seit gut einem Jahr. Dass er aus Bayern zurück in die Heimat kam, war kein Zufall. Es war damals schon so, dass die Familie Hitzer viel dafür getan hat, um mich auch hierher zu holen. Ein gutes Beispiel bin nicht nur ich, sondern auch ein Koch, der jetzt nächste Woche bei uns anfängt. Dem organisiere ich seinen kompletten Umzug von Bochum hierher. Wir haben eine Wohnung mitgesucht, er wird vorne in Radmannsdorf wohnen. Und einfach diese Unterstützung, die dann auch derjenige erfährt, das ist dann auch etwas, was natürlich Vertrauen schafft und was auch das Interesse weckt. Von ähnlichen Anreizen erfahren auch die Jugendlichen. Viele Hotels in der Sächsischen Schweiz sind erfinderisch geworden, wenn es darum geht, gute Azubis zu gewinnen. Es ist ja wirklich so, dass man hier nicht 10, 12 Stunden arbeiten muss wie in Bayern, was oftmals so ist, bei mir war das gang und gäbe, dass man eben 2 freie Tage hat, dass man Unterstützung erfährt, auch für, wenn privat irgendwas sein sollte. Natürlich kann man nicht immer auf alles eingehen, aber man versucht es zumindest. Gemüseanbau direkt vorm Hotel, Kochen mit ganz neuen Zutaten. Für Leon und Mike ist der Ausflug in die Hotelküche ein Erlebnis. Hier können sie einmal testen, wie es sich anfühlt, Koch zu sein. Und so ganz nebenbei lernt man auch gleich noch dazu. Und zum Beispiel, dass man Lasagne mit dem Grünkern alles machen kann. Also, vorher wusste man nicht, dass es so Grünkern gibt. Im September beginnt im Hotel- und Gastgewerbe das neue Ausbildungsjahr. Freie Stellen gibt es noch in allen Berufen. Insgesamt aber sei die Nachfrage besser als im vergangenen Jahr. Die meisten, die wirklich einen festen Berufswunsch Richtung Koch, Hotel oder Restaurant haben, haben bereits ihre Ausbildungsverträge geschlossen. Es sind jetzt noch ziemlich viele Leute unterwegs, die ihren Erstberufswunsch nicht so richtig verwirklichen können, aber die als zweites oder drittes noch einen Beruf so als Plan B in der Hinterhand haben. Und die versuchen sich nun noch zu bewerben und sehen natürlich zu, dass er auch erfolgreich irgendwo in Wohnortnähe hauptsächlich dann in die Branche unterkommt. Für die konkrete Berufswahl haben sie noch Zeit. Die Teilnehmer an der Azubi-Fahrt gehen alle in die 8. oder 9. Klasse. Ausprobieren und kennenlernen steht bei ihnen im Vordergrund. Und genau so fing es auch bei Tim Vogt an. Der 18-Jährige war als Schüler beim ersten Projekt dieser Art dabei. Heute ist er Lehrling im 2. Lehrjahr und gibt Tipps und Ratschläge aus erster Hand. Es ist wichtig, dass man am Anfang, wenn die jetzt wirklich in die Richtung gehen, dass man die gleich aufgibt. Weil es gibt eben viele, die denken im ersten Moment, boah, rauer Ton in der Küche und immer Stress und so. Das schreckt schon ab, aber im Endeffekt, wenn man dann mal richtig dabei ist, wenn man richtig mitmacht, dann macht das eigentlich viel Spaß und man entdeckt auch die schönen Seiten an dem Beruf, sag ich jetzt mal, jeder Beruf hat sein Schlechtes und sein Gutes. Und man steht eben auch mal am Abwasch. Das gehört einfach dazu, aber dann hat man wieder Tage, da kommt man heim und da ist man einfach nur froh, weil war einfach super alles. Berufe zum Anfassen, die Idee ist nicht neu. Doch diese Azubi-Fahrt ist schon außergewöhnlich. 2 Tage sind die Jugendlichen unterwegs, übernachten zusammen inmitten der Sächsischen Schweiz. Ferienlager-Atmosphäre trifft auf künftigen Traumberuf. So die vielleicht etwas blumige Vorstellung seitens der Organisatoren.
Im Vorjahr hatten wir die 8. und 9. Klasse mit zu unserem Projekt. Und davon, also es waren insgesamt 21 Schüler und davon sind 11, haben dieses Jahr einen Lehrvertrag unterschrieben. Und das ist ein gutes Ergebnis. Der DEHOGA-Chef kennt die Zahlen, weiß aber auch um die Schwierigkeiten seiner Branche. Schon jetzt fehlt fast überall gut ausgebildetes Personal. Der Mindestlohn allein wird, so Gunter Klaus, die Probleme aber nicht lösen. Eine Problematik gerade bei den Auszubildenden ist, wenn die 18 Jahre werden und vielleicht im dritten Lehrjahr sind, brechen viele die Lehrer ab, weil sie ja wissen, dass sie auch als Ungelernter 8,50 Euro verdienen. Und schon das ist wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, wir haben kein Fachpersonal. Für Katja Riedl und ihre Mitstreiter heißt es deshalb weiter kräftig die Werbetrommel rühren. Das Romantikhotel in Pirna bildet seit vielen Jahren aus und so fällt der Blick auch jetzt wieder auf die möglichen Bewerber von morgen. Man hat natürlich Gesichter, die ihm sofort auffallen oder die man immer wieder sieht. Und man hat Gesichter, also man sagt, man, da muss man noch mal genauer hinschauen, die habe ich noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Und man hat ganz, ganz prägnante Menschen dabei, wo man einfach sagt, man sieht sofort, da ist ein geborener Hotelfachmann oder Hotelfachfrau, die vor einem steht, oder Restaurantfachmann oder Restaurantfachfrau. Und auch in der Küche merkt man sofort, ist da schon Feeling dafür da oder nicht. Zunächst aber sollen möglichst viele Teilnehmer der Azubi-Fahrt ein bezahltes Praktikum absolvieren. Das bietet die DEHOGA jedenfalls an. In den Ferien gibt es genügend Zeit, die positiven Eindrücke zu verfestigen. Das Coolste fand ich eigentlich hier das Kochen an sich und dann mal wissen, wie das Hotel da aussieht und so, weil ich noch nie in einem Hotel war insgesamt. Schon mal in kleinen Pensionen, aber in sowas noch nie und das fand ich interessant, wie das da so aussieht. Also ich finde halt an den Job sehr toll, dass man halt mal was Praktisches machen kann und halt mit Lebensmitteln umgehen kann und da halt damit halt, wenn man was ordentlich macht und halt eine präzise Arbeit verrichtet, damit halt Leute glücklich machen kann. Die 2 Tage haben mir super gut gefallen. Ich habe viel Neues dazugelernt und mich in meiner Berufsentscheidung verstärkt.